Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um unser geliebtes Thema, die Intuition und wie wir die trainieren. Und dazu habe ich ja auch auf meinem Blog verschiedene Artikel schon geschrieben oder generell über das Thema Hellsinne, It's Getting Magical. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie du deine Intuition trainieren kannst. Und ich zeige dir drei Wege, mit deiner Intuition Entscheidungen zu treffen. Also viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Alive in Wonderland. Und ich liebe ja alles um das Thema Hellsinne und Intuition. Und dadurch, dass ich sehr häufig in meinem Alltag immer noch Entscheidungsschwierigkeiten habe, und ich glaube, das wird sich auch durch unser aller Leben hin und wieder durchziehen, das Thema Entscheidungen zu treffen, vor allem wenn wir manchmal in Phasen in unserem Leben sind, wo wir nicht so klar sind. Und da hilft mir total, mich mit meiner Intuition zu verbinden. Und da muss ich keine Wu-Wu-Stuff machen oder mich heftig krass in eine Meditation reinzoomen, sondern ich habe da einfach drei sehr, sehr easy Wege, wie ich das in meinem Alltag mache und wie ich mit meiner Intuition Entscheidungen treffe und ich dadurch auch die Intuition trainiere. Und heute zeige ich dir, wie du das auch machen kannst. Also, der erste Weg, wie du mit deiner Intuition Entscheidungen treffen kannst, ist einmal die Waage. Und die Waage nutze ich sehr, sehr gerne. Du kannst dir es so vorstellen, dass du quasi mit deinen Händen, die du so ein bisschen schräg von dir abspreizt, sage ich jetzt mal, dich als Waage verwendest und du fragst dann quasi, hey, was ist die richtige Antwort? Richtig in Anführungsstrichen. Also ich lasse mir dann einfach in die jeweilige Hand einen Energieball reinlegen und es ist einfach die Intention, mit der ich rangehe. Ich lege meine Hände so wie eine Waage zurecht und dann legt da die geistige Welt einfach eine Art Energiekugel rein und dann weiß ich, okay, entweder links oder rechts und links und rechts steht halt jeweils für eine bestimmte Antwort. Und sagen wir mal, du weißt im Restaurant nicht, okay, welches Menü sollst du auswählen, dann sagst du einmal Menü A oder Menü B. Und das ist dann einmal die linke Hand und einmal die rechte Hand und dann wird in die Hand Energie reingelegt und das spürst du dann und da kannst du auch einfach mal wahrnehmen, wie fühlt sich das an, ja, wie fühlt sich das an in der anderen Hand, spüre ich da überhaupt irgendwas, mache ich da Fortschritte, also da kannst du dir wirklich das als Goal nehmen, das zu trainieren und da einfach in die Wahrnehmung zu gehen. Es geht hier überhaupt nicht um richtig oder falsch und wahrscheinlich sind alle Antworten richtig und da gibt's keinen Pressure, den du dir machen musst, ja, probier das einfach mal. Es gibt ja auch quasi Reiseziele, soll ich jetzt lieber wieder nach Bali fliegen oder soll ich vielleicht mal nach Kroatien fliegen, A oder B. Aber tendenziell sind es eher Alltagsentscheidungen und nicht so größere Entscheidungen, wie es bei mir weitergehen soll. Aber für mich sind auch die kleinen Entscheidungen eigentlich der größere Struggle in meinem Leben. Und da nutze ich sehr, sehr gerne die Energiewaage. Der zweite Weg, mit deiner Intuition Entscheidungen zu treffen, ist, sich selbst als Pendel zu nutzen durch den kinesiologischen Muskeltest. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich nutze den ja auch in meinen Theta-Healing-Sessions häufig oder generell benutze ich mich selbst als Pendel sehr, sehr gerne. Beim kinesiologischen Muskeltest geht man davon aus, dass ein schwacher Muskel Nein bedeutet. In dem Fall, wenn du dich selbst als Pendel benutzt, würdest du nach hinten kippen und ein starker Muskel heißt Ja, also würdest du nach vorne kippen. Du stellst dich also leicht locker hin, ganz leicht in den Knien, aber eigentlich stehst du immer noch gerade und dann sagst du einmal laut Ja und schaust, was passiert mit deinem Körper. Dann sagst du laut Nein und dann wird es vermutlich so sein, dass du nach hinten kippst und das probierst du dann auch nochmal mit deiner Frage. Zum Beispiel, wenn du im Supermarkt bist, vertrage ich dieses Lebensmittel oder du hast ein Supplement, was du schon ewig nicht mehr genommen hast und du weißt eigentlich gar nicht so, brauche ich das überhaupt gerade oder hast du eigentlich schon so ein Gefühl, aber du willst es auch nicht wegschmeißen und dann ist es eigentlich eine perfekte Sache, um sowas auszupendeln und in den meisten Fällen brauche ich dann eigentlich keine von diesen alten Supplements, die ich mir dann denke, noch so, ja, komm, Annemarie, nimm das so, schaden kann es nicht, aber manchmal braucht es der Körper wirklich nicht und wir connecten uns hier wirklich mit unserer Körperintelligenz und das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich sehr empfehle, denn wir sind die meiste Zeit immer sehr in unserem Verstand, in unserem Geist, in unserem Kopf und wieder mehr mit dem Körper zu arbeiten, wieder mehr in den Körper zu kommen, das bietet diese Methode, dass du dich selbst als Pendel benutzt durch den kinesiologischen Muskeltest, wenn du mit deiner Intuition Entscheidungen treffen möchtest. Also probier das gerne mal aus mit verschiedenen Tests. Du kannst dich auch fragen, mein Name ist Annemarie, dann würde ich beispielsweise nach vorne kippen, würde ich sagen, ich heiße Tom, dann würde ich nach hinten kippen.
probier dich einfach mal so ein bisschen aus. Das ist deine Spielwiese. Nimm nicht alles für bare Münze und probier dich einfach auch aus, was für dich funktioniert. Also viel Spaß, wenn du dich als Pendel verwendest. Ich liebe das sehr. Und der dritte Weg, mit deiner Intuition Entscheidungen zu treffen, ist das Channeling. Was ist Channeling? Ja, also es ist einfach quasi eine Kommunikation mit der geistigen Welt oder mit dem Universum, mit der Quelle oder was auch immer, ja, ob du dich mit einer Art Gott oder Göttin verbindest oder Quellbewusstsein, je nachdem, an was du glaubst. Du kannst natürlich auch mit deinem Krafttier ein Channeling machen oder mit deinem Spirit-Team. Und es ist einfach quasi eine Methode, um verschiedene Botschaften und Downloads zu bekommen oder Fragen auf deine Antworten, die du konkret stellst. Das machst du einfach so, dass du eine Frage stellst, zum Beispiel, gibt es Paralleluniversen? Und dann schaust du einfach mal, welche Antwort kommt oder generell, welche Antworten kommen, welche Qualität haben diese Antworten oder brauche ich noch mehr Klarheit? Das ist natürlich auch alles eine Übungssache. Am Anfang ist es wirklich gut, wenn du dir für das Channeling vielleicht ein bisschen mehr Space und Raum nimmst und auch mit einem, ich sag mal, klarem Headspace reingehst. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich eigentlich überall channeln kann, in egal welcher Verfassung. Ich kann auch total, keine Ahnung, sad und in einer pissy Mood sein, wenn ich zum Beispiel im Gym bin und da ist mega voll und warm und keine Ahnung, und dann kann ich auch immer noch channeln. Also das wird irgendwann so weit sein, dass du einfach in jeder Situation channeln kannst. Vielleicht brauchst du in mancher Situation noch ein bisschen mehr Klarheit. Es ist, glaube ich, ganz normal, dass wir das auch immer noch hinterfragen, welche Botschaften in dem Channeling kommen. Wenn du mehr Klarheit brauchst oder generell in das Thema Channeling einsteigen willst, dann würde ich dir echt empfehlen, meine kostenlose Psychedelic Pineal Gland Meditation zu machen. Und dann kannst du damit üben, ins Channeling mehr einzutauchen und da sicherer zu werden und Botschaften zu empfangen, egal für welche Frage, ja, welchen Content sollst du als nächstes produzieren, ist der Job gerade das Richtige, soll ich mich von meiner Beziehung trennen, und dann einfach mal wirklich curious sein, welche Antworten kommen, ja. Es kommt auch irgendwann noch eine Folge zum Thema, wie unterscheide ich Stimmen voneinander, zum Thema Hellhörigkeit, weil das wirklich mein Hellsinn ist, den ich normalerweise im Alltag verwende. Und du dann ja quasi beim Channeling eine Art Stimme empfängst oder Gedanken und wie man die auch voneinander unterscheidet. Das kann auch ein ganz wichtiger Punkt sein beim Thema Channeling. Und wenn du mehr über das Thema Intuition und Hellsinne wissen möchtest, dann schau dir meine kostenlose Masterclass Psychic Activation Journey zu Hellsinn an. Den Link, wo du die Masterclass für 0 Euro kaufen kannst, findest du in den Shownotes. Das waren 3 Wege, mit deiner Intuition Entscheidungen zu treffen und wie du deine Intuition trainierst. Probier das alles mal aus, beobachte dich bei dem Prozess. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.